Dazu geht ihr auf YouTube. So, dann geht ihr auf euer YouTube Studio, klickt hier oben Livestream starten, 9 Stream, gebt dem Stream einen Namen, meine News. Er soll natürlich nicht privat sein, sondern öffentlich. Da ich jetzt diesen Livestream nicht streamen möchte, lasse ich ihn mal privat. Welche Sparte das betrifft, natürlich Neuigkeiten, gibt es das hier? Menschen und Blogs mache ich mal. Nein, es ist nicht speziell für Kinder. Stream erstellen. Was ihr jetzt bekommt, ist das Streamboard. Hier einfach den Stream-Schlüssel kopieren, klicken, in OBS gehen, in Einstellungen dort klicken, dann auf Stream gehen und hier diesen Stream-Schlüssel einfügen. Den kann man sich hier auch anzeigen lassen. Das könnt ihr überprüfen. Der und der muss gleich sein und OK drücken. Damit habt ihr sozusagen den YouTube-Stream-Einstellungen übernommen. Hier oben ist es als Plattform YouTube schon eingestellt. Das ist sozusagen die Stream-URL, die ist schon default in OBS hinterlegt. Müsst ihr eigentlich nicht weitermachen. Ihr könnt noch mal hier auf Ausgabe klicken. Hier empfehle ich euch, den X264 Codec zu nehmen. Eigentlich die Standardeinstellung, lasst es wie es ist. Es sollte eigentlich so direkt funktionieren. So, dann OK klicken, Stream starten und schon fangt ihr an, eure Daten, euer Videomaterial direkt auf YouTube hochzuladen. Mit etwas Latenz von, was weiß ich, 20, 30 Sekunden müsstet ihr dann auf eurem YouTube Studio Board, auf dem Live Board, oben die ganzen Sachen, also euer Live-Bild wiedersehen. Müsst ihr nicht, seht es. So, es dauert jetzt ein bisschen. So, da ist es. Und jetzt sieht man sozusagen der Livestream, der jetzt schon wieder runtergeladen wird, deswegen auch so gut eine halbe Minute Latenz. Das kann man, wenn ihr jetzt nicht direkt mit Leuten kommuniziert, verringern, indem ihr hier unten und der Stream-Latenz etwas runterschaltet. Das erhöht allerdings die Fehlerrate. Wenn ihr es nicht unbedingt braucht, also jetzt, wenn jetzt nicht Leute chatten mit euch im Live-Chat oder so, dann ist das besser, wenn ihr es so nicht tut. Also wenn ihr die normale Latenz lasst. So, ja. Jetzt kann es einfach losgehen. Jetzt nehmt ihr den Stream und veröffentlicht ihn. Livestream starten hier oben. Ne? Dann ist er sozusagen online, wenn ihr ihn nicht auch privat geschalten habt. Damit ist euer Livestream online. Ihr könnt es natürlich alles auch ein bisschen tunen. Es gibt ganz viele Videos zu OBS im Internet. Allerdings ist das der einfachste und schnellste Weg. Und er funktioniert eigentlich super. Damit ist euer Livestream online. Das ist jetzt der schnellste und meiner Meinung nach einfachste Weg. Ihr könnt das natürlich auch tunen, ihr könnt auch die Bitraten verschieben und höher stellen. Müsst ihr allerdings alles nicht. Viel Spaß beim Benutzen und wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare einfach hinein.